Ich muss vorlegen. Ja, eins. Zwei. Ist das euer Ernst? Ja, wirklich. Da wird schon eng, sage ich. Ich habe ein Problem. Ich würde jetzt gerne fünf sagen, aber ich wüsste jetzt noch nicht mal fünf. Warte noch mal kurz. Ich gebe noch 30 Sekunden. 30 Sekunden? Auf gar keinen Fall. Wir spielen maximal 5 Runden, also Best of 5. Der Erste, der 3 Punkte hat, 3 Kategorien gewonnen hat, der hat auch das gesamte Spiel gewonnen. Und wir starten mit der ersten Kategorie. Ich fange bei dir an. Und zwar mit der Kategorie Schalke-Kader aus der Saison 2006-2007. Ihr beide habt gespielt. Ihr beide wart hier. Ist das lange her? Was glaubt ihr? 6-7. 6-7 war diese, naja, für mich als Mitarbeiter und Schalke-Fan, diese unsägliche Saison, wo wir das Revierderby Bochum, das Revierderby Dortmund verloren haben und Vizemeister wurden hinterm VfB Stuttgart. Diese Saison war es. 12. Ja, 13 schaffe ich. Es gibt ja auch so gewisse Taktiken, ne? Also einfach drauf los. Wie zimmert man sich die Leute zusammen? 14. Seine besten Kollegen, die Trainerlieblinge, die besten Torschützen. 14 ist schon krass. Schaffe ich 15? Und wie gesagt, denk dran, 30 Sekunden. Ne? 15 bedeutet alle 2 Sekunden. Alle 2 Sekunden. Hast du recht. Jogi, dann möchte ich jetzt hören. 14 Stück? 14 Stück. Auch fast alle 2 Sekunden. 14 Stück. Warte noch mal kurz. Ich gebe noch 30 Sekunden. 30 Sekunden? Auf gar keinen Fall. Klicken ja die Leute weg. 30 Sekunden geht auf gar keinen Fall. Okay. Ich zähle runter. 3, 2, 1, go. Manu Neuer, Frank Rost, Hamid Altintop, Halil Altintop, Gustavo Varela, Dario Rodriguez, Marcelo Bordon, Lincoln, Tim Hochland, Christian Panda, Mesut Özil, Sören Larsen, weiß ich nicht, Bayramovic, jetzt wird's eng, Tommy Waldoch, Rafinha, ich schaff's nicht. Und du hast es geschafft. Ehrlich? Ja klar. Das waren doch keine 14, oder? Doch. Gudi? Genau 14. Ehrlich? Oh, ja, ja. Aber da war bestimmt einer falsch. Tommy Waldoch. Ja, das war ein Jahr zuvor. Hat der Tommy hier mit in also seinem Abschlussspiel hat er sogar noch ein Tor erzielt. Genau, genau, genau. Kommen wir zur zweiten Kategorie. Du fängst an. Großstädte in NRW. Wie viele Großstädte in NRW gibt es? Ich gebe einen Tipp. Ja, gib mir mal erstmal, was heißt eine Großstadt? Ja. Mindestens 100.000 Einwohner. Okay. Wie viel schaffst du innerhalb von 30 Sekunden? 10. 12. Ich bleib bei 12. Das ist mein Einstieg. Man wundert sich, welche Städte alle dabei sind. 13. 13 ist gut. 13 schon. Jetzt kommen wir nicht wieder mit 14. 14? Ja, wirklich? 14? Ja. Oh, und ich bin wieder an dieser Schwelle, ey. Aber ich habe gerade schon gemerkt, er hatte noch sehr viel Zeit, knapp. Ne? Aber das Ding ist, du kriegst irgendwann hast du. Ja, du kriegst einen weg, ne? Aber 15 schaffst du. Nee, ich schaff keine 15. Meinst du nicht? Ich glaube nicht. Okay. Es geht los. In 3, 2, 1, go. Köln, Düsseldorf, Bochum, Gelsenkirchen, Recklinghausen, Münster, Bielefeld, Duisburg, Unna, Herne. Hagen, Wuppertal. Die eine Stadt nenne ich nicht. Die kannst du aber zählen. Frankfurt. Nein, Siegen. Ja, das waren keine 14, weil Unna ist, glaube ich, nicht dabei.
Wir checken und Steinfurt das. Auch nicht. Wir stecken. Wir checken das mal gerade. Okay, 13 mit der verbotenen Stadt, aber leider keine 14. 1-1. 1-1. Siehst du, alles richtig. Nur zurücklehnen und machen was. Wie sagen wir, schön mit Auge. Dritte Runde. Jetzt könnte es möglicherweise auch wieder ein kleines Feuerwerk geben, es tut mir leid. Spieler, die es aus der knappen Schmiede in die Bundesliga geschafft haben. Bedingung ist mindestens ein Einsatz in einem Bundesligaspiel. Wenn es die letzte Minute war, ist okay. Und nicht nur auf Schalke. Okay. Nicht nur auf Schalke. Es gibt ja verschiedene wahrscheinlich Beispiele. Wahrscheinlich hast du da jetzt eine Liste von 200 Namen. Ich habe vorhin noch mal bei Norbert Elgert angerufen. Der hat mir 27 Minuten lang alle zwei Sekunden die Spieler aufgezählt, die er rausgebracht hat. Und ich muss immer scrollen. Also gib mir ein bisschen Zeit. Nein, keine Zeit, du hast weiterhin 30 Sekunden. Was glaubst du, wie viele du schaffst? 12. Ja, 13. Okay. War es okay? Kann er machen. Nein. Ich dachte, du sagst wieder 14. Nee. Ich hab gelernt. Shit. Okay. Ah, 13 ist aber machbar. Ja, ist machbar, aber Bereit? In 3, 2, 1, los. Özil, Neuer, Hövedes, Panda, Hoogland, Kunat. Nein! Lamotte, Hanke, Taki. Ünlü. 10. Was mit Leroy? Ja. Jule? Gab es so einige. Ja, da gibt es noch wahrscheinlich wahnsinnig viel mehr. Ah, ja, gibt wirklich viele. 2-2-1 für dich. Jetzt könnte rein theoretisch schon die Vorentscheidung fallen. Das ist so ein bisschen Allgemeinwissen. Brettspiele. Okay. Ich sag mal so, ich gebe euch einen kleinen Hinweis. Kniffel ist kein Brettspiel. Okay. Ja, dann. Jetzt sag am besten 12, bitte. Nein, du musst vorlegen. Ich muss vorlegen. Ja, 1. 2. Ist das so ernst? Ja, wirklich. Da wird schon eng, sage ich. Ja, 3 würde ich hinkriegen, glaube ich, aber. Auch da wird schon eng. 3? Bei 3 wird es eng. 0, 4? 4. Ich habe ein Problem. Ich würde jetzt gerne 5 sagen, aber ich wüsste jetzt noch nicht mal 5. Aber wenn er 4 kriegt, ja jeder locker hin, ne? Ja, eigentlich schon. Hättest du mal mit 10 angefangen, anstatt mit 1. Ja, eigentlich ja. Aber hätte ich es ja machen müssen. Wieso? Ich würde ja gerne jetzt 15 sagen. Aber kannst du nicht, ne? Ja, dann sitze ich hier, dann kann ich dir 3 sagen. Okay, dann legen wir los. Vielleicht ist es ja eine schnelle Runde. 3, 2, 1, go. Schach. Ja. Dame. Ja. Mühle. Ja. Mensch, ärgere dich nicht. Monopoly. Ja, das sind die ich mit meinem Sohn spiele. Ja! Also, mein Gott, ich sitze hier, als wenn ich die. Aber die ohne ihn hätte ich nicht geschafft. Ich hätte maximal noch 2 oder 3. Also, ich hätte original 4 Stück hingekriegt. Welche hättest du? Hättest du andere gehabt als die? Nee. Davon genau, 4. Genau die. Monopoly wäre dir. Nee, also, Monopoly wäre mir ehrlich gesagt gar nicht eingefallen. Ja. Aber ja, damit steht so der Sieger fest. Herzlichen Glückwunsch. Vielen lieben Dank. Hugi, hat Spaß gemacht. Und wenn es so ist, dass wir euch wieder zusammengebracht haben und ihr wieder hier wart, dann ist es doch ein großer Erfolg. Und dann kann man auch vielleicht mit Niederlagen leben. Ach, auf jeden Fall. Wenn es hinterher am Brettspiel scheitert, dann kann ich damit leben.